Jo, meine lieben Titan Quest Freunde, was geht euch? Willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Titan Quest. Wir sind hier back mit unserem Level 28er Sturmmagier und zwar immer noch in Asien. Ich weiß, der letzte Part ist ein bisschen länger her, also ganz genau daran, da einfach Feiertage waren. Die Familie, alle waren immer zu Hause. Ich hatte keine Zeit, Videos irgendwie aufzunehmen oder generell irgendwas zu recorden oder so. Darum geht es aber jetzt auf jeden Fall wieder weiter. Ich möchte mich auch bei allen bedanken, die trotzdem noch meine Videos schauen. Auch wenn ich kein mit den zwei mehr Let's Playen werde und streamen werde. Das werde ich mit dem letzten Video auf jeden Fall mit mir begraben. Dieses mit den zwei, dieser mit den zwei Abschnitt in meinem Leben. Ich will jetzt da nicht weiter drauf eingehen. In Titan Quest geht es einfach um das geilste RPG ever. Hier geht es einfach um Titan Quest, Leute. Und darum gehen wir hier straight weiter. Ich weiß natürlich trotzdem sehr zu schätzen, Leute, dass ihr die Videos immer schaut und also liked und auch bei den Streams mit dabei sind, Leute. Richtig, richtig cool. Ich habe meine Streams jetzt auch ein bisschen umgestellt. Also ich werde jetzt auch nicht mehr mit den zwei streamen, wie gesagt. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, mit meinem Kanal eine andere Richtung einzuschlagen, was das Streamen anbelangt. Die Let's Plays, ich finde, Titan Quest werde ich auf jeden Fall noch den Asien-Part fertig machen. Also den Asien-Akt. Und dann wege das dann ein bisschen ab, ja. Lohnt es sich noch, Titan Quest weiter zu Let's Play? Natürlich, wenn viele Leute zuschauen und sagen, yes, mach weiter, nice. Dann werde ich das auch tun, ja. Ich habe auf jeden Fall auch noch andere Projekte am Start. Ich will den YouTube-Kanal nicht allzu heftig umgestalten. Ich will doch eher so das beibehalten, wie es momentan ist. Nur eben, dass eben kein mit den Zeilen mehr Let's Play wird. Das wird auf jeden Fall wegfallen, ja. Das habe ich mir dazu entschieden. Das hat mehrere Gründe. Ihr könnt sonst gerne das letzte Video anschauen, wo ich hochgeladen habe. Also vom 11.01. Vom 9.01. Sorry, ich bin gerade ein bisschen durcheinander. Könnt das gerne anschauen und dann wisst ihr genau warum. Aber gut, Leute. Wie gesagt, wir sind jetzt hier bei Titan Quest und nicht bei Metin 2. Ja, das ist erstmal auch ganz gravierender Unterschied. Wir haben heute ein paar gute Sachen für dich. So, was haben denn hier? Das Zeug hier verkaufen wir auf jeden Fall. Den Brief hier, den können wir eigentlich auch verkaufen. Also kann ich den verkaufen, muss ihn aufs Lager legen. Echt jetzt? Okay. Mögest du Reichtum erlangen. Okay. Jetzt ist die Frage, oben und unten geht's weiter. Das sind zwei Brücken. Wenn ich jetzt die obere nehme, komme ich da zu der unteren auch dazu. Ich will halt wirklich alles erkunden. Ich will da nichts dem Zufall überlassen. Oh nein, sind die Andertaler richtig geile Gegner. Ich liebe die Viecher einfach. Ja, wir sind immer noch. Es hat sich nichts geändert. Neues Jahr. Dasselbe hohe Damage, Leute. Ja. Der Damage ist einfach immer noch real mit unserem Magier. Richtig, richtig nice. Ich wünsche euch allen natürlich auch noch ein frohes neues Jahr. Allen lieben Titan Quest-Fans, ja. Natürlich auch den Nicht-Titan Quest-Fans, die trotzdem wieder schauen. Richtig, richtig nice, Leute. Ja, vielen Dank dafür. Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr rübergerutscht. Habt die Sorgen hoffentlich im alten Jahr gelassen, ja, so wie es sein muss. Und seid wohlbehalten hier im neuen Jahr angekommen. So, was haben wir jetzt hier noch für eine Höhle? Das war's schon, das war jetzt eine Nebenquest wahrscheinlich, wo wir in der Stadt abschließen müssen, oder? Nebenaufgabe, Geheimnis in den Bergen. Das ist eine Neandertaler Stämme, okay, das nicht. Hat das er am Ende gelenkt, dort hat er einen riesen Yeti gesehen. Okay, das auch nicht. Ist das in dem Fall schon abgeschlossen, was ausschaut, oder? Der Händler war im Bergplatz, alles wieder, hätte das Schwierigkeiten. Ach, Seidenstraße. Ja, das ist jetzt schon gewesen, oder? Oder was wollte der Dude da hinten? Wollte der hier von mir? Muss ich das okay, das schaut gut aus. Die Sockel waren leer. Ah, okay, jetzt muss ich die Dinger da suchen, um die Sockel wieder zu befüllen. Alles klar. Boah, ich bin komplett raus, ja. Ich habe diesen Part so ab Asien hier, den habe ich null mehr im Gedächtnis einfach. Das ist gerade praktisch wie ein neues Game von mich, obwohl ich das schon so oft durchgespielt habe. Was heißt so oft halt? Asien war jetzt nicht so heftig oft, ich habe ja schon mal gesagt. Ich habe da meistens so mit Ägypten dann mal eine Pause hingelegt und wenn ich wieder mal Bock hatte auf Titan Quest, dann habe ich von neuem angefangen. Ja, das ist ein bisschen so eine blöde Eingewohnheit von mir, ja, dass ich gerne Games, wenn ich sie mal pausiere, dass ich immer von neu anfangen muss. Wem geht das auch so, Leute? Bei mir ist echt immer so. Ich habe immer so das Gefühl, ich weiß nicht mehr, wo ich anfangen muss, wo ich war. Und dann fahre ich immer von vorne an. Das ist richtig dumm eigentlich. So tue ich mir sehr schwierig, Spiele abzuschließen. Ich muss auch ehrlich gestehen, ich habe Skyrim bis jetzt, glaube ich, nicht einmal durchgespielt, die Hauptquest. Ohne Scheiß, Leute. Ich habe nicht einmal die Skyrim-Hauptquest durchgespielt. Ne, habe ich nicht. Nicht einmal. Es liegt einfach daran nicht, dass das Spiel nicht gut ist. Liegt einfach daran, dass halt da
so viele tausend Nebenquests sind und Orte, die es zu entdecken gibt, dass ich einfach nicht dazu komme, die Hauptquest zu spielen. Ja, das ist der ganz einfache Grund. Ich komme nicht dazu, die Hauptquest zu spielen, weil das Game so heftig abwechslungsreich ist und so viel zu entdecken gibt, dass ich gar keine Zeit für die Hauptquest habe. Für eigentlich praktisch fast das Wichtigste im Game habe ich einfach keine Zeit, weil das einfach so umfangreich ist. Sagen, dann macht das Titan Quest Item schon ein bisschen einfacher. Dann wirst du einfach, durch das Game einfach geleitet, ja. Du hast trotzdem Quests, die du abschließen kannst. Aber die liegen halt auf dem Weg, ja. Es ist nicht so, dass es richtig heftig Open World ist. Also, du musst quasi die Hauptquest durchspielen, ja. Es geht ja nicht anders, sonst kommst du ja nicht weit in dem Game. Aber ist halt echt so. Solche Games, die sind mein Tod. Ja, solche Open-World-Games, wo man stundenlang Sachen erkunden kann und durch die Gegend laufen kann und das erforschen. Hier noch eine Höhle und hier noch eine Quest und hier noch ein Item, was man farmen kann und finden kann. Uff, ich sag's euch, Leute. Da bin ich, ganz, ganz anfällig dafür. Dass ich einfach umher spaziere und nicht weiß, wohin und mach hier mal was und dort mal was an. Da könnte ich noch hin. Ah, cool, da schaut's auch schön aus. Da gehen wir hier noch hin. Eieiei, ganz schwierig bei mir, ganz schwierig bei mir. So. Den Knochenhaufen gönnen wir uns ja auch noch. Oh, ich muss jetzt hier wieder einschalten hier. Ja, Leute, das wird wahrscheinlich der letzte Titan Quest Part sein mit meinem alten Mikrofon. Ich habe mir ein neues Mikrofon gekauft, und zwar das Elgato Wave 3 habe ich mir geholt. So laut meinen Viewern auf Twitch hat mir das einen empfohlen. Richtig gut sein. Ich habe ja das Auna Mikrofon 900B, verwende ich momentan noch. Aber das hat jetzt nach 3 Jahren oder gut 2,5 Jahren Streamen und YouTube jetzt erstmal ausgedient. Aber ich muss sagen, immer noch ein Top-Mikrofon. Also für 80 Euro kann man sich echt nicht beschweren. Ich finde es einfach ein Top-Mikrofon für 80 Euro. Kann ich nur jedem empfehlen, der irgendwie mit YouTube anfangen will oder mit Streamen etc. oder generell eins braucht, einfach für Podcast oder was weiß ich was. Leute, kann mit gutem, bestem Wissen und Gewissen kann ich euch das Mikrofon empfehlen, was ich hier verwende. Richtig nice. Und ich finde auch, für das Geld, ja, ich bin gerne ein Typ, ich schaue halt gerne auf, wie soll ich sagen, auf, wie sagt man da, nicht welche Marke, nicht was ich, sondern es muss einfach Preis-Leistung bestimmen, so das Wort habe ich gesucht, aber ich achte sehr auf Preis-Leistung, ja, ich muss nicht immer das teuerste und die teuerste Marke haben, die bekannteste Marke, sondern bei mir muss es einfach, das was ich ausgebe, da will ich einfach auch was Schönes dafür haben. Und da ist das Auna Mic, was ich hier momentan noch wende, auch für diese Aufnahme noch, echt richtig, richtig gut, ja. Richtig happy damit. Kann ich nur, wie gesagt, jedem empfehlen, das zu holen. Das ist unschlagbare Preis für die Qualität. Gipfel des Zongmo. Warte mal, hier kommt doch, glaube ich, auch der Riesen-Yeti. Ich bin nicht ganz täuscht, oder? Das hier. Und hier am Schluss der Riesen-Yeti kommt, ist irgendein Bossmonster, was wir auf jeden Fall noch als Nebenquest auch noch haben. Na gut, das können wir jetzt hier, glaube ich, easy cheesy abschließen. Wir haben eh schon fast Level ab, ja, langsam aber sicher Level 30. Wir gehen auf die 30 zu. Ich glaube, wenn wir jetzt hier rausgehen, müsste der Yeti-Boss kommen, oder? Habt ihr das noch richtig in Erinnerung? Noch nicht ganz? Okay, müssen wir vielleicht noch ein bisschen... Oh mein Gott, ja, hier ist er. Holy! Er hat letztens geschrieben, das ist der stärkste Boss. Oder gilt als stärkster Boss. Holy moly, der hat jetzt schon ordentlich Damage reingedrückt. Ach du Scheiße, Alter. Aber... dem auf episch oder auf legendär zu begegnen, uff. Weiß ich, wie gesund das ausgeht. Und die Truhe am Abhang gefällt mir gar nicht. Entzündetes Chakra des Blitzes. Isolierender babylonischer irgendwas Helm. Nice, gönnen wir uns. Haben hier oben noch. Ein paar Neandertaler, ja gut. Ja, auch noch weg. Und dann müssen wir wahrscheinlich Becke, um die Quest abzuschließen. Oder haben wir sie hier straight schon abgeschlossen? Wir müssen der Riesen hier, den müssen wir auf jeden Fall abschließen gehen. Heimnis in den Bergen. Was haben wir denn hier? Neandertaler hat noch so eine Software, hat gehofft, dass das Berg damit sicher. Neandertaler im Aufland und im heilige Waffen abnahmen. Die Neandertaler wurden besiegt und die Waffen zurückerobert. Sprechen sie mit Kilutemba im Dorf Shangsung. Okay, passt. Ich glaube, könnten wir jetzt nachher 2 Quests auf einmal abschließen, wenn wir ins Dorf zurückgehen. Aber zuerst müssen wir hier mal zum nächsten Brunnen uns vorkämpfen. Damit wir dort schon mal safe sind, bevor wir back ins Dorf gehen, und um die Quest abzuschließen. Uff, Alter. Man schaut wie ein Schlachtfeld aus, wenn man hier aus der Höhle rauskommt, ne?
Ja, einen schönen Säbelzahntiger. Das sind aber auch wirklich sehr schöne Monster, diese Eisraptoren. Echt cool gemacht. Bin immer noch so hin und weg aber von dem Game und das nach so langer Zeit. Es ist halt einfach ein Game mit Wiederspielwert. Ja, man spielt es echt wieder mal gerne, einfach Titan Quest eine Runde. Sei es alleine, sei es mit Freunden, sei es, keine Ahnung, im Stream oder auch so. Im Stream wäre sicher auch mal cool, Titan Quest im Stream. Das ist ja auch mal nice, glaube ich. Würden sicher auch ein paar Oldschool-Fans feiern. Und was haben wir denn hier? Alter Mann, uiuiui, der wird hier belagert, Alter. Dass die dem nichts machen, Alter. Das ist der Messias von den Viechern hier. Mit dem. So, jetzt geht's hier nachher durch den Gletscher durch. Mehr Schönes. So, da kommt die ganzen Pots und Geld, den tue ich immer gerne mit. Den habe ich schon mitgenommen, den Schrein. Aber was uns hier drin erwartet. Eishöhlen im Zongmo. Sieht richtig episch an. So, let's go, wir gehen hier noch ein bisschen durchkommen. Wir gehen das safe noch bis zum, mindestens bis zum nächsten Boden, Leute, hätte ich gesagt, oder? Das ist ein neues Jahr. Dürfen ruhig mal den Part ein bisschen länger machen, glaube ich. Ich glaube, da habt ihr bestimmt auch nichts dagegen. Alter, schon wieder ein Schrein der Meisterschaft. Frostfee. Was, sehr schöne Musik wieder. Sehr schön musikalisch hinterlegt auch hier, das Gebiet. Mir gefällt es einfach so gut, aber die Soundtracks, wo immer nebenbei kommen. Die richtig atmosphärischen Soundtracks. Machen auf jeden Fall richtig, richtig Bock. Und ich werde natürlich auch noch das Let's Play vom DLC auch noch ein bisschen weiterspielen. Aber ich weiß nicht, ob ich das fertig spielen werde, Leute. Wie gesagt, ich werde meinen Kanal hier auch noch ein bisschen umgestalten. Also YouTube-Kanal ist nicht so heftig. Ich werde, wie gesagt, den Asien-Akt werde ich auf jeden Fall fertig machen. Den Let's Play fertig, den Asien-Akt. Das ist fix. Ob ich dann aber gleich mit dem Hades weitermache, das kann ich euch nicht versprechen, Leute, ja. Also ich werde vielleicht erstmal Pause machen und mich mal ein bisschen neu sammeln und den Kanal, mal schauen, was ich Let's Play möchte. Ich möchte mich halt auch wirklich auf ein, zwei Games spezialisieren, die ich Let's Playe, die auch mich und auch den Kanal ein bisschen weiterbringen. Ich meine, Titan Quest auf mich vorne ein klassisch Titan Quest Let's Play werde auf diesem Kanal. Das war bei mir schon klar, wo ich den erstellt habe, den Kanal. Weil Titan Quest ist einfach ein Game, das gehört einfach heftig supported und das ist, da geht es mich nicht mal primär um die Aufrufzahl, natürlich sind Aufrufzahlen für YouTuber auch sehr wichtig, ja. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, es ist mir nicht wichtig, ob das jetzt zweimal geklickt wird oder 2000 Mal, müsste ich lügen, Leute, aber bei Titan Quest muss ich ehrlich sagen, geht es mir einfach, das ist einfach ein Herzensprojekt von mir, weil ich das Game halt echt... Das ist praktisch das RPG, mit dem ich aufgewachsen bin, kann man fast sagen. Jedenfalls eines der RPG, mit dem ich aufgewachsen bin. Daher war es für mich eine Selbstverständlichkeit, dass ich irgendwann mal auf dem Kanal hier Titan Quest Let's Playen werde, früher oder später. Und ich bin happy, dass ich das mache auf jeden Fall, um dass auch viele von euch mitfiebern, auf die Parts warten, wenn die Parts mit dabei sind, aktiv kommentieren, Leute, und liken und alles. Ja, das freut mich einfach, da geht richtig mein Herz auf, Leute, und ich hoffe, ich kann meine Freude ein bisschen rüberbringen zu euch, ja. Natürlich würde ich mich auch sehr freuen, wenn ich euch mal im Twitch-Stream auch begrüßen dürfte, Leute, falls ihr mal nichts vorhabt am Abend. Ich werde stream meistens so ab 20:30, also ab 20.30 Uhr, 21 Uhr circa, so bis 24 Uhr, 12:30, sowas in die Richtung stream ich am Abend meistens. Das, ja, so faustrig sage ich immer, jeden zweiten Tag stream ich am Abend. Und ich werde jetzt natürlich auch schauen, dass wieder regelmäßig YouTube-Videos kommen, vielleicht jeden zweiten Tag ein YouTube-Video auch. Muss mal schauen, wie es sich jetzt hier einspielt zum neuen Jahr, jetzt auch mit der neuen Arbeit und alles. Dass ich da auch genug Zeit habe, die aufzunehmen. Das Ding ist halt, wie ihr hier sehen könnt, ich befinde mich halt hier direkt im Wohnzimmer. Ja, also praktisch, wenn Kind und Frau zu Hause sind, geht nichts mit Aufnehmen. Nichts mit Streamen, nichts mit Aufnehmen. Ich habe leider noch kein Gaming-Zimmer. ja, wird auch eine ganze Weile so bleiben wahrscheinlich. Aber gut, was soll's heute? Man muss halt das Beste draus machen aus einer Situation, oder wie heißt das so schön? Nicht jammern, sondern das Beste aus seiner Situation machen. Und das habe ich auf jeden Fall gemacht hier. Natürlich ein Kompromiss mit meiner Frau, da hat sie ihm nichts dagegen, ja, wenn ich mich hier im Wohnzimmer sozusagen breit mache. Ich habe ja auch sehr schöne Möglichkeiten, wie da hinten zum Beispiel der Fernseher. Ich habe ein paar Lichter, ich habe LEDs oben, die am Tag nicht auffallen. Ja, jetzt Ding ist, ich kann den Fernseher, mache ich auch, die Lichter schalte ich aus hier, das LED schalte ich aus, dann schaut es aus wie ein ganz normales Wohnzimmer. Und wenn ich aufnehme, wenn ich streame, kann ich das einfach ganz easy innerhalb von ein paar Minuten einfach umfunktionieren. Das ist richtig nice. Und was auch nice ist, wir haben gerade Level Up gemacht, Leute.
jetzt hier auf jeden Fall noch bis... Was haben wir denn hier vorne? Treppe nach unten. Okay, wir gehen auf jeden Fall safe noch bis zum nächsten Brunnen. Müssen wir eh noch praktisch, damit wir dort dann einen Anhaltspunkt haben, wo wir wieder weiterspielen können. Und sobald wir den Brunnen erreicht haben, gehen wir mal back ins Dorf. Und dann werden wir mal die Quests noch abschließen, die noch offen sind. Oh Gott, ah, da ist da der Yeti. Oh mein Gott, das ist, auch so, das ist sogar ein Boss mit einer Königstruhe. Aber oh nein, nein, wir haben wahrscheinlich so viel Frost-Dev, der macht uns gar nichts. Wir haben so viel Elementar-Dev am Start. Einfache Truhe, let's go. Let's go, let's go. Mir alles Schönes. Okay, schön ist hier nichts, aber die königliche Truhe schaut sehr schön aus. Ja, der Loot, okay, viele Essenzen sind drin. Essenzen sind auch nicht immer schlecht, ja. Essenzen kann man auf jeden Fall auch gut gebrauchen. Auf jeden Fall besser, also wenn nur gelbe Items rausdroppen. Was ist denn das hier? Oh mein Gott, Alter, was ist das? Das ist eine große, eine Säbelzahn-Großfamilie, habe ich hier gerade ausfindig gemacht, ausgeforscht. Ja, echt viele, Säbelzahnlöwe. Das ist ein riesiger Raum hier. Kann ich mir gut vorstellen, dass hier auch irgendwie auf episch oder legendär irgendein netter Boss auf einen wartet. Das wäre gerade der richtige Ort dazu eigentlich hier. Obwohl, zwei Bosse hintereinander. Okay, ist auch wieder eher unlogisch. Jetzt sind wir hier wahrscheinlich eh gleich am Ausgang von der Höhle. Dann können wir auf jeden Fall auch noch die Punkte noch verteilen. Die Skills noch verteilen. Ich weiß gar nicht, wo der momentan Skill bin. Ja, wie gesagt, ich bin komplett raus aus dem Game. Ich habe das Game... Letztes Mal vor 3 Wochen gespielt, diesen Spielstand hier. Von dem her weiß ich gar nicht, wo ich dran war. Ja, warte mal, doch, ich war glaube ich noch dran, den Wisp noch auszubauen. Ich glaube, der ist auch nicht ganz ausgeskillt. Soweit ich mich erinnern kann, bin ich glaube ich gerade noch am letzten Punkt noch dran. Das checken wir jetzt gleich. Sturm. Ja, genau, das haben wir ausgemixt. Und dann war ich hier, ja, genau. Ich war hier am Fähigkeitenpunkt, Fähigkeitenturm dran, im Skillbaum. Um den noch auszumaxen, damit wir dort dann auch den Wisp natürlich dort auch ausskillen können und ausmaxen können mit den Skills. Biogenes Diadem, okay. Da haben wir aber schon ein sehr starkes Diadem eigentlich, eine sehr starke Kopfbedeckung. Ich denke nicht, dass die abgelöst wird von diesem grünen. Haben doch eine sehr schöne blaue mal gedroppt. In Ägypten war das noch. Ich kann es immer noch nicht fassen, dass wir einfach in Ägypten einen blauen Stab als Questbelohnung bekommen haben. Da bin ich immer noch sehr erstaunt darüber, ganz ehrlich. Hatte ich glaube, ich hatte echt noch... Oh mein Gott, der Wisp, der randaliert hier schon wieder rum. Heftig. Was haben wir? Korpulenter Chin. Oh, noch weg hier. Ich dachte jetzt hier nach dem Yeti, nach dem Boss, jetzt hier die Karte gleich mal fertig. Und hier das Dungeon. Ausgang, okay. Wenn man vom Teufel spricht, sind wir hier schon beim Ausgang. Werden natürlich noch schnell da hinten alles abchecken. Da ist bestimmt noch irgendwo eine Truhe, die sich uns... Ja, die sich vor uns versteckt. Ja, hier eine, sogar eine Königin-Chest sogar. Nice. Let's go. Stattliche Krone der Vergeltung. Wir droppen sehr viele grüne Items. Dürfte ruhig mal anstatt 3 grüne ein blauer dabei sein. Ein blauer Gegenstand. Hätte ich nichts dagegen. So, let's go Richtung Ausgang hier. So, wo sind wir hier? Ich glaube, ich packe hier noch alles auf Intelligenz hoch. Damit wir da auch in Zukunft keine Probleme haben werden, die ganzen Magier-Gegenstände anzuziehen. Kanteiberg. Okay, sieht sehr gut aus. Da drüben haben wir auf jeden Fall schon mal einen Teleporter. Und ein kleines Dörfchen oder ein Städtchen, je nachdem. Ja, aber die schlucken nicht bad. Gut, die haben sicher auch ein bisschen Frostschutz, Elementar-Dev. Was? Erstaunlich. Oh mein Gott, nicht wieder so ein blaues Teil. Jetzt bin ich echt gespannt. Kommt alle her zum... Warte mal, das haben wir schon mal gedroppt, oder? Das habe ich, das ist das Gleiche. Das ist das Gleiche. Das Gleiche nochmal gedroppt. Das ist nochmal dieser Fun-Brief. Ab und zu echt witzig, den zu lesen. Oder solche zu lesen, wenn man welche droppt. Der Himmel lacht den Reisenden. Kann doch ganz unterhaltsam sein. So, was haben wir hier? Seine Füße. Das ist nicht besser. Tag und Nacht. Das auch nicht. Seichtes Lied. Ah, und der Rest kommt dann auf jeden Fall aufs Lager. Aber wir gehen jetzt hier noch ganz schnell weg. Hier glaube ich. Nee, warte, ist noch eins. Ich glaube, es ist noch eins zurück. Ah, nee, ist das Richtige. Shang Tsung. Mein Sohn, dank dir. 22.000 Erfahrung. Und wen müssen wir noch anquatschen? Ist noch einer, glaube ich, mit einer Quest, die wir noch anquatschen müssen. Ist das hier? Okay, ich bin hart überfordert gerade. Ah, nee, das wurde direkt abgeschlossen. Ja, noch besser. Noch besser. Leute.
Es war mir wieder mal ein innerliches Volksfest für euch hier ein YouTube-Video aufzunehmen. Ja, haut rein, ich wünsche euch was. Nicht vergessen, Leute, kommentieren, liken, abonnieren, das würde mich natürlich sehr, sehr freuen. Und auch das bringt natürlich meine Arbeit voran, Leute. Ich wünsche euch nur das Allerbeste, bleibt gesund, wir sehen uns wieder im nächsten Part, Leute. Bis dann und ciao, ciao.